Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir haben also nun unsere Klasse für die Buchobjekte programmiert und außerdem die Klasse für die Bücherliste. Wir haben dann die entsprechenden Objekte erzeugt und sie anfänglich immer sofort vollständig ausgegeben. Im letzten Video haben wir dann dafür gesorgt, dass wir die Ausgabe der Bücherliste erst nach einer Interaktion vornehmen. Aber das ist noch nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Denn wir wollen ja ein Suchformular haben, mit dem wir es dem Benutzer ermöglichen, den Namen eines Autors einzugeben. Anschließend sollen nur die Bücher ausgegeben werden, die zu diesem Autor gehören. Wenn also der Benutzer hier in das Autorenfeld beispielsweise den Namen des Autors Alan Duff einträgt, sollen aus unserer umfangreichen Bücherliste, die im Moment ganze 5 Bücher enthält, genau die Bücher angezeigt werden, die von diesem Autor stammen und keine anderen. Das wollen wir also jetzt im nächsten Schritt erledigen. Was müssen wir dazu tun? Nun, wir müssen auf jeden Fall erst einmal dafür sorgen, dass unsere Bücherliste über eine entsprechende Methode verfügt. Bislang können wir die Bücherliste nur vollständig ausgeben. Wir könnten natürlich auch auf unserer HTML-Seite im Hauptprogramm etwas programmieren, das dann in die Bücherliste eingreift und nur die passenden Bücher ausgibt. Aber geschickter ist es, die Bücherliste um eine entsprechende Methode zu erweitern, sodass wir dann diese Methode des Bücherlistenobjekts aufrufen können. Diese Methode habe ich einmal ShowBooks genannt, der natürlich der Name eines Autors als Zeichenkette übergeben werden soll. Sie soll eine Zeichenkette zurückliefern, genauso wie wir das bislang gemacht haben. Eine Tabelle nämlich, aber eine Tabelle, die jetzt eben nicht alle Bücher unserer Bücherliste enthält, sondern eine Tabelle nur mit den Büchern des Autors, an dem wir gerade interessiert sind. Das ist also der erste Teilschritt, den wir erledigen müssen. Der zweite Teilschritt besteht darin, dass wir das Formular auf unserer Webseite erstellen. Dort müssen wir dafür sorgen, dass wir ein entsprechendes Eingabeelement haben. Wir versehen das Formular mit einem Event-Händler, mit dem wir dann eine geeignete Funktion aufrufen können. Diese Funktion müssen wir natürlich auch noch schreiben. Sie soll dafür sorgen, dass wir den Namen des Autors aus dem Formular ermitteln. Wie wir das können, haben wir schon im Zusammenhang mit Formularen in der letzten Woche gelernt. Dann übergeben wir die so ermittelte Zeichenkette, also den Namen des Autors, an unsere Methode ShowBooks. Diese liefert die entsprechenden Bücher als HTML-Tabelle zurück. Diesen Rückgabewert können wir dann in die HTML-Seite einsetzen, so wie wir das im letzten Video schon gesehen haben. Anstelle dieses Absatzes noch keine Bücher ausgewählt, wird dann entsprechend die Liste in das Dokument eingesetzt. Das ist das, was wir jetzt im Folgenden machen wollen. Wir müssen uns also als erstes wieder unsere Bücherliste vornehmen. Hier haben wir die Definition unserer Klasse Bücherliste. Und wir hatten schon den Konstruktor, der einfach nur ein leeres Array erzeugte, die Methode toString, die die vollständige Tabelle ausgibt, also alle Bücher, die in der Bücherliste enthalten sind. Und dann hatten wir die Methode add, mit der wir ein einzelnes Buch zu unserer Bücherliste hinzufügen können. Jetzt wollen wir dieser Klasse eine weitere Methode hinzufügen. Sie soll, wie gesagt, ShowBooks heißen und als Parameter eine Zeichenkette erhalten, die den Autor angibt, dessen Bücher uns die Methode liefern soll. Diese Methode soll ähnlich wie toString wieder eine Tabelle zurückgeben, nur dieses Mal nicht mit allen Büchern, sondern nur mit den Büchern eines bestimmten Autors. Die Methode toString liefert uns da schon mal einen guten Ausgangspunkt und deshalb kopiere ich mir die einfach mal von hier oben, den Inhalt dieser Methode, in unsere Methode ShowBooks hinein. Dann haben wir ja schon fast das, was wir haben wollen. Hier werden natürlich alle Bücher in die Tabelle geschrieben, sodass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass wir nur die Bücher des Autors in die Tabelle aufnehmen, an dem der Benutzer interessiert ist. In der Schleife gucken wir immer ein Buch nach dem anderen an. Da müssen wir nun überprüfen, ob der Autor, an dem der Benutzer interessiert ist, also der Wert, der uns als Parameter übergeben worden ist, übereinstimmt mit dem Autor des gerade aktuell betrachteten Buchs. Wir geben dann nicht mehr jedes Buch hier in die Tabelle hinein, sondern wir nehmen ein Buch nur noch dann in die Tabelle auf, wenn für das Buch, das wir gerade betrachten, also this.bücher an der Stelle i, der Autor übereinstimmt mit dem Autor, den wir als Parameter übergeben bekommen haben, also mit der Zeichenkette, die uns übergeben worden ist, denn das ist der Autor, an dem der Benutzer ja nur interessiert ist. Und nur wenn das der Fall ist, dann hängen wir dieses Buch entsprechend an unsere Tabelle und wenn das nicht der Fall ist, dann ignorieren wir das Buch einfach. Jetzt wollen wir wieder gucken, ob das Ganze funktioniert. Dafür gehen wir in die Datei mit dem Hauptprogramm hinüber und sorgen jetzt dafür, dass hier unten ein Formular erscheint. Dafür erstellen wir hier ein Formular und geben dem einen Namen, zum Beispiel Suche. Wir geben ihm außerdem eine ID und auch da verwenden wir ja üblicherweise dieselbe Zeichenkette dafür. Also üblicherweise heißt und die ID genauso wie der Name des Formulars. Das Formular soll außerdem einen OnSubmit-Event-Händler bekommen. Wie der aussieht, müssen wir uns gleich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sehen ihn hier nur schon einmal vor und wissen auf jeden Fall, dass der hinterher den Wert false zurückgeben soll.
Wir sparen uns sogar die Angabe einer Aktion, weil die sowieso nicht ausgeführt wird. Dann können wir die hier auch einfach weglassen. Das Formular muss natürlich noch geschlossen werden. In das Formular hinein soll jetzt natürlich ein Eingabefeld. Wir vergeben zunächst ein Label, damit der Benutzer weiß, was er hier eingeben können soll. Dann kommt ein Eingabefeld, Input, Type gleich Text, das ebenfalls einen Namen enthält, zum Beispiel Autor, und eine gleichlautende ID, Autor. Wie gesagt, wähle ich die in aller Regel identisch. Dann brauchen wir natürlich noch einen Button, mit dem wir das Formular abschicken können. Dieser Button ist vom Typ Submit. Und erhält als Beschriftung Suchen. Den Button müssen wir schließen und damit haben wir unser Formular. Das Ganze laden wir jetzt einmal im Browser neu. Und das Ganze sieht jetzt so aus, dass wir den Link Suchen hier oben noch drin haben. Den schmeißen wir jetzt aus der Seite raus, weil wir die ganze Bücherliste gar nicht mehr anzeigen wollen. Aber den Event-Händler, den wir hier haben, der ist ganz ähnlich zu dem, was wir gleich in unserem Formular brauchen. Deshalb kopiere ich mir den hier schon einmal heraus. Und setze ihn hier oben in dem OnSubmit ein. Dann können wir den Absatz hier unten rausschmeißen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann sehen wir auf unserer Seite nur noch das Formular und der Link ist natürlich verschwunden. Wir können jetzt hier einen Autor eingeben, zum Beispiel Alan Duff, da kann ich auf Suchen klicken und es wird natürlich jetzt unsere gesamte Tabelle mit allen Büchern angezeigt. Warum das? Nun, wir rufen ja immer noch die Methode toString hier unten auf. Und die gibt uns ja die komplette Tabelle mit allen Büchern zurück. Was wir aber stattdessen machen wollen, ist, dass wir jetzt hier ShowBooks aufrufen. Und was müssen wir ShowBooks als Parameter übergeben? Den Namen des Autors, an dem wir interessiert sind. Den müssen wir jetzt erst einmal ermitteln. Wir könnten uns nun eine Variable hernehmen und in den Event-Händler noch eine weitere Anweisung aufnehmen. Das machen wir hier aber nicht, sondern wir geben den Wert direkt als Parameter für ShowBooks an. Wo aber steht nun der Name des Autors, an dem wir interessiert sind? Der steht in diesem Formularelement in dem Eingabefeld Autor. Und wie kommen wir an das Feld Autor heran? Das Feld hat die ID Autor, das heißt, wir können DocumentGetElementById nutzen und dort die ID des Feldes übergeben, an dem wir interessiert sind, also Autor, und davon, von dem Element, was wir hier zurückerhalten, nehmen wir natürlich dann wieder den Value, so wie wir das beim letzten Mal auch schon kennengelernt haben. Da erinnern wir uns hoffentlich, wie wir das in der Vorlesung in dem Zusammenspiel, wo es um das Zusammenspiel zwischen HTML und JavaScript angesehen hatten, wie das da gemacht worden ist. Dieses Monstrum müssen wir uns jetzt noch einmal genauer angucken. Wir rufen also hier die Funktion Anzeigen auf. Die Funktion Anzeigen ist die, die wir hier oben geschrieben haben. Und die macht genau das Gleiche, wie wir das im letzten Video schon gesehen haben. Sie nimmt, was immer wir als Zeichenkette übergeben, und ersetzt den Inhalt des Absatzes mit der ID-Ausgabe, wo nach dem Laden der Seite der Text noch keine Bücher ausgewählt steht, durch eben diese übergebene Zeichenkette. Die Frage ist also jetzt immer, was wir da als Zeichenkette übergeben. Bislang haben wir als Zeichenkette die komplette Tabelle übergeben. Die Tabelle mit allen Büchern, die in unserer Bücherliste enthalten sind. Dafür hatten wir als Parameter hier l.toString stehen. Jetzt wollen wir nicht mehr die komplette Tabelle ausgeben, sondern die Tabelle nur noch mit den Büchern, an denen wir interessiert sind, also von dem Autor, den wir in das Eingabefeld eingegeben haben. Diese Zeichenkette liefert uns aber nicht die Methode toString zurück, sondern die liefert uns die Methode showBooks zurück. Und der müssen wir als Parameter wiederum, so hatten wir die Methode ja eben programmiert, den Namen eines Autors übergeben. Und den Namen des Autors gibt der Besucher unserer Webseite in das Eingabefeld in unserem Formular ein. Wir müssen also auf dieses Formularelement zugreifen. Das trägt die ID Autor, sodass wir darauf mit DocumentGetElementById zugreifen können. Also DocumentGetElementById Autor. Und davon wiederum, das haben wir neulich gelernt, benötigen wir den Wert, also das, was der Benutzer dort eingegeben hat, das erreichen wir mit .value hinten dran. Dieses Monstrum hier liefert uns also den Wert des Formularelements, in das wir hier oben etwas eingegeben haben. Und wenn der Besucher unserer Seite hier den Namen eines Autors eingegeben hat, ist dieser Wert also der Name eines Autors. Der wird dann an die Methode l.showbooks übergeben. Und die Methode showbooks sorgt dafür, dass die Tabelle eben nur die Bücher des Autors enthält, dessen Namen der Benutzer auf der Webseite eingegeben hat. Die Zeichenkette, die wir so erhalten, wird dann an die Funktion anzeigen übergeben und dann hier entsprechend für den Absatz noch keine Bücher ausgewählt eingesetzt. Abschließend folgt in unserem Event-Händler die Anweisung Return False, das heißt, das Formular wird nicht abgeschickt.
Soweit die Theorie. Jetzt gucken wir, ob das auch tatsächlich funktioniert. Ich habe unsere Datei gespeichert, lade sie im Browser neu, tippe hier oben den Namen eines Autors ein und wir bekommen in der Tat nur die Bücher, eine Liste, nicht die Liste aller Bücher aller Autoren, sondern nur noch die Bücher des Autors, dessen Namen ich hier eingegeben hatte. Wenn ich das noch einmal mit anderen Autoren ausprobiere, beispielsweise Carrie Hulme, dann kriege ich auch wirklich nur die Bücher angezeigt von dieser Autorin. Und das war genau das Ziel der Aktion. Wir haben also jetzt unsere Bücherliste um eine neue Methode erweitert, nämlich eine Methode, die nicht sämtliche Bücher zurückliefert, sondern eine Tabelle nur mit den Büchern, die von einem bestimmten Autor stammen. Dafür müssen wir dieser Methode natürlich einen Autor übergeben, sonst wüsste die Methode ja gar nicht, welche Bücher denn jetzt gerade von Interesse sind. Wir haben dann ein Formular erstellt, das einen Eventhändler enthält und der ist gar nicht so ganz einfach gewesen, wie wir gerade gesehen haben. Da musste man schon ein kleines bisschen drüber nachdenken, wie man jetzt eigentlich den richtigen Autor dort hineinbekommt. Aber lasst euch das mal auf den Hirnwindungen zergehen und ihr werdet feststellen, dass das alles durchaus sehr logisch und sehr konsequent durchdacht ist. Man kann das wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen und ich würde euch auch empfehlen, das einfach einmal selber an einem anderen Beispiel auszuprobieren. Denkt euch irgendein vergleichbares Beispiel zu diesem hier aus. Legt eine Liste irgendwelcher anderen Dinge an. Keine Bücher, sondern vielleicht CDs oder Filme oder ich weiß nicht was. Also beliebige Dinge eurer Wahl und baut etwas Ähnliches nach. Auf diesem Weg lernt ihr das am allerbesten. Versucht das Ganze entsprechend zu modifizieren und guckt, wo die Parallelen sind und wo ihr gegebenenfalls Dinge ändern müsst, weil eure Objekte oder Methoden oder auch die IDs in euren Formularelementen oder in eurem HTML-Dokument anders sind, als ich sie gewählt habe. Erst dadurch macht man sich mit den Konzepten und Techniken vertraut und lernt auf diese Weise, was man da eigentlich alles machen kann. Damit sind wir auch mit dem Schritt 7 durch. Das heißt, wir haben jetzt dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, in das Formular den Namen eines Autors einzugeben. Nach Abschicken des Formulars wird nun nicht mehr die komplette Bücherliste angezeigt, sondern nur noch die Bücher des Autors, an dem der Benutzer gerade interessiert ist. In diesem letzten Schritt unseres kleinen Projekts zum Thema Bücherliste wird es jetzt darum gehen, dass wir unserer Webseite ein weiteres Formular hinzufügen, mit dem der Benutzer in der Lage ist, eigene neue Bücher einzugeben. Diese Bücher werden nicht dauerhaft, also über die Anzeigedauer der Seite im Browser hinaus, gespeichert. Die Technik dafür haben wir bisher noch nicht kennengelernt. Sobald wir also den Browser schließen oder die Webseite neu laden, ist alles vergessen. Daher ist das, was wir hier machen, natürlich nur eine Spielumgebung gewissermaßen. Alle Daten, die wir hier eingeben, sind hinterher wieder verloren. Zumindest aber, solange wir diese Webseite geöffnet haben, bleiben unsere Bücher erhalten. Was müssen wir also nun tun? Wir müssen als allererstes ein Formular erschaffen, mit dem der Benutzer genau diese Möglichkeit hat, neue Bücher einzugeben. Wir müssen dann dafür sorgen, dass dieses Formular einen Button besitzt, mit dem der Benutzer das Formular abschicken kann. Darauf soll das Buch entsprechend in unsere Bücherliste eingefügt werden. Dafür müssen wir natürlich auf das Formular zugreifen können. Wir müssen also die Werte auslesen, die der Benutzer in die Formularfelder eingegeben hat. Das wird ein Autor, ein Titel und ein Preis sein. Wir müssen das Formular mit einem geeigneten Eventhändler versehen, der die drei eingegebenen Werte aus dem Formular ausliest und als Parameter an den Konstruktor der Klasse Buch übergibt, wenn wir diesen mit dem New-Operator aufrufen, um ein neues Buchobjekt zu erzeugen. Das neue Buchobjekt muss dann in die Bücherliste eingetragen werden. An der Bücherliste selber müssen wir nichts verändern. Wie rechts im Klassendiagramm zu sehen ist, verfügt sie ja schon über eine Methode Add zum Hinzufügen eines neuen Buchs, die wir auch schon mehrfach verwendet haben. Im Grunde genommen haben wir in der Bücherliste schon alles, was wir für diese benötigen. Und für die Buchobjekte sowieso. Wir werden uns also nur um die HTML-Datei kümmern müssen und dort für den entsprechenden Aufruf sorgen müssen. Diese Funktion wird, wie gesagt, den Konstruktor für Buchobjekte aufrufen und dann das Hinzufügen des neuen Objekts zur Bücherliste vornehmen. Das wird eine Funktion sein, die wir wieder als Eventhändler aufrufen werden. Daher werden wir sie auf jeden Fall wieder im Kopf des Dokuments definieren. Und das wollen wir jetzt mal wieder in Live tun. Nun wollen wir also ein Formular zur Eingabe neuer Bücher auf unserer Webseite erstellen. Wir können auf dieser Seite einfach ein zweites Formular erstellen. Es kann auf einer Seite also durchaus mehrere Formulare geben. Wir geben dem Formular einen Namen. Ich nenne es Neues Buch. Und eine ID. Und auch die nenne ich natürlich wieder Neues Buch. Das Formular soll wieder einen On-Submit-Event-Händler erhalten, dem der eine Funktion aufrufen will und die nennen wir einfach einmal Anlegen. Natürlich führen wir keine Aktion aus, weil wir weiterhin auf der Seite bleiben wollen. Das heißt, auch hier sagen wir wieder Return False. Und außerdem können wir uns die Angabe einer Aktion sparen, weil die sowieso nicht ausgeführt würde, also nie aufgerufen würde. Die Funktion Anlegen müssen wir natürlich noch programmieren. Das Formular müssen wir noch wieder schließen. In dieses Formular hinein müssen jetzt unsere Formularelemente, mit denen der Benutzer die Daten für ein neues Buch eingeben kann. Dafür vergeben wir zunächst wieder einmal Label. Das erste ist für einen Autor.
Dann kommt ein Eingabeelement dazu, Input Type gleich Text, mit einem Namen und einem gleichlautenden, einer gleichlautenden ID. Und ich nenne die hier jetzt neuer Autor, weil wir ein Feld mit einer ID Autor ja schon vergeben haben in dem anderen Formular. Und unsere IDs müssen nicht nur innerhalb eines Formulars eindeutig sein, sondern innerhalb des gesamten HTML-Dokuments eindeutig sein. Wir dürften also nicht noch eine weitere ID Autor haben. Diese Zeile können wir jetzt einfach kopieren, weil wir im Grunde genommen jetzt dreimal das Gleiche machen müssen. Wir brauchen das nämlich einmal für den Titel und da müssen wir das hier entsprechend anpassen. Titel und hier machen wir einen Preis draus. Und natürlich muss ich auch die IDs entsprechend anpassen. Und schließlich brauchen wir noch einen Button, wieder vom Typ Submit, der den Text hinzufügen tragen soll. Das sollte unser Formular sein. Wir speichern das einmal, laden das hier drüben neu und so sollte das Ganze jetzt aussehen. Das ist nicht hübsch, aber es funktioniert hoffentlich. Zumindest gleich, wenn wir alles fertig programmiert haben. Wir haben also hier jetzt ein Formular, in das wir einen Autor, einen Titel und einen Preis eingeben können. Und wir haben ein zweites Formular, mit dem wir die Bücher eines Autors suchen können. Wenn wir jetzt auf diesen Button in dem ersten Formular klicken, dann passiert natürlich nichts, denn unsere Funktion Anlegen ist ja noch gar nicht definiert. Und genau das werden wir jetzt als nächstes tun. Wir gehen also in unsere Skriptumgebung hinein, die wir hier oben haben, und schreiben hier die neue Function hinein. Die Funktion Anlegen also. Die erhält bei uns keine Parameter. Wir könnten auch die Werte der Formularelemente als Parameter übergeben, aber ich habe mich hier dagegen entschieden. Stattdessen sollen die Formularelemente innerhalb dieser Funktion ausgelesen werden und jeweils in einer lokalen Variablen gespeichert werden. Wir deklarieren also zunächst eine lokale Variable Autor und darin möchte ich den Wert des Formularelements speichern, in das der Benutzer den Namen des neuen Autors eingegeben hat. Also Document getElementById. Und das erhält als Parameter die ID des Felds neuer Autor. Davon brauchen wir natürlich wie immer den Wert. Damit haben wir jetzt das, was immer der Benutzer hier in das Feld neuer Autor eingetragen hat, haben wir jetzt hier in der Variablen Autor gespeichert. Auch diese Zeile kann ich ihm jetzt wieder kopieren. Das mache ich zweimal hintereinander und passe das entsprechend an, nämlich einmal hier für den Titel. Da hieß das Feld entsprechend auch Titel. Und einmal für den Preis, da hieß das hier auch entsprechend Preis. Das ist jetzt fast schon gut, aber das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte hier, ist, dass ich diesen Preis auch als Zahl speichere. Der Benutzer gibt ja immer eine Zeichenkette ein und wir wollen das aber als Zahl speichern und nicht als Zeichenkette speichern. Wir sorgen daher dafür, dass diese Zeichenkette, die der Benutzer hier eingegeben hat, umgewandelt wird. Das können wir mit ParseFloat machen. ParseInt hatten wir auch schon kennengelernt. ParseInt ist für ganze Zahlen da. Hier könnten wir aber auch Nachkommastellen haben, 12,95 Euro, 12,95 zum Beispiel. Und das soll mit berücksichtigt werden und deshalb verwenden wir hier ein ParseFloat. Jetzt haben wir also die vom Benutzer in das Formular eingegebenen Werte und haben die in lokalen Variablen innerhalb unserer Funktion Anlegen hier gespeichert. Jetzt können wir den Konstruktor der Buchobjekte aufrufen. Wir definieren uns dafür eine weitere lokale Variable. Ich nenne sie wieder einmal B. Und die soll ein neues Buch werden. Und dem übergeben wir jetzt natürlich die vom Benutzer eingegebenen Daten, die ja mittlerweile in unseren drei lokalen Variablen stehen. Wir könnten auch hier direkt die Aufrufe von DocumentGetElementById vornehmen, aber das wird mir etwas zu unübersichtlich. Deshalb mache ich das lieber so mit den drei lokalen Variablen, die hier an den Konstruktor übergeben werden. Also einmal Autor, Titel und Preis. Das so erzeugte Buch müssen wir natürlich an unsere Bücherliste anfügen, also an die Liste L. Und hier sehen wir, dass es die in der Funktion L gar nicht gibt. Wir nutzen hier tatsächlich einmal eine globale Variable. L ist nicht innerhalb dieser Funktion definiert, sondern L ist außerhalb definiert, nämlich hier unten im Hauptprogramm. Wir greifen hier also wirklich auf die globale Variable L zu, denn L ist kein Parameter, unsere Funktion kriegt ja gar keinen Parameter, und auch innerhalb der Funktion Anlegen wird L nirgends deklariert. Ihr könnt einmal ausprobieren, was passiert, wenn ihr L zu einer lokalen Variable macht, also in dieser Funktion L deklariert. Ich verspreche euch, dass ihr das Ergebnis nicht mögen werdet, denn dann würden sich jegliche Änderungen, die wir in der Funktion an L durchführen, nur auf die
lokale Variable beziehen und sich nicht nach außen durchsprechen. Als Parameter hätten wir L durchaus übergeben können. Da es sich bei L um ein komplexes Objekt handelt, eine Bücherliste, wäre das ein Call by Reference gewesen und Änderungen an L würden sich auch am Original gewissermaßen, würden da auch durchgeführt werden. Wir machen das hier einfach einmal über eine globale Variable und man kann jetzt darüber streiten, ob das guter Stil ist. Eins möchte ich aber gerne noch machen, nämlich eine kleine Rückmeldung ausgeben, wenn der Benutzer mit dem Formular auf dieser Seite ein neues Buch zu unserer Bücherliste hinzugefügt hat. Nachdem in unserer Funktion Anlegen das Buchobjekt erzeugt und der Liste hinzugefügt wurde, soll eine Erfolgsmeldung in diesem Absatz angezeigt werden, wo normalerweise noch keine Bücher ausgewählt steht. Dafür besorgen wir uns wieder dieses Absatzelement und das geht mit DocumentGetElementById. Jetzt müssen wir uns erinnern, wie dieses Element nochmal hieß. Hier unten sehen wir es, das heißt Ausgabe. Das übergeben wir also hier entsprechend. Und davon brauchen wir wieder das InnerHTML. Und das soll jetzt eine kurze Rückmeldung erhalten, nämlich eben genau den Text, das Buch wurde hinzugefügt. Das alles sollte jetzt hoffentlich klappen. Natürlich haben wir noch keine Bücher ausgewählt, aber das probieren wir nun aus und suchen zum Beispiel einmal wieder die Bücher von Alan Duff. Das klappt. Jetzt gebe ich einmal ein neues Buch ein, und zwar noch einmal ein Buch von Alan Duff. Ihr seht, ich habe das schon einmal ausprobiert vorher und deshalb kann ich hier einfach die Werte auswählen, die ich hier habe. Sage hinzufügen, ich suche erneut nach Büchern von Alan Duff und tatsächlich finden wir jetzt, stellen wir fest, dass das Buch hinzugefügt worden ist. Wenn wir unsere Liste erneut durchsuchen, haben wir also ein Buch mehr hier drin. Soweit funktioniert das also jetzt. Wir könnten jetzt beliebig viele Bücher hinzufügen. Sobald ich allerdings hier einmal auf Neuladen klicke und jetzt noch einmal die Bücher von Alan Duff suche, stellen wir fest, dass wieder nur noch die beiden Bücher da sind und das gespeicherte Buch wieder weg ist. Über die Seite hinzugefügte Bücher bleiben nur so lange erhalten, wie wir diese Webseite nicht verlassen bzw. sie neu laden. Das ist natürlich ein riesiges Manko, aber wir bräuchten ganz andere Techniken, als wir sie in dieser Vorlesung bislang kennengelernt haben und auch als wir sie in dieser Vorlesung überhaupt behandeln, um auch eine dauerhafte Speicherung von Daten zu ermöglichen. Das wird also ein Thema sein, das wir in diesem Semester gar nicht ansprechen. Das werdet ihr aber im nächsten Semester kennenlernen. Erst damit kann man dann tatsächlich richtig vernünftige Webanwendungen bauen. Hier bleiben wir gewissermaßen auf dem Spielniveau, aber wir lernen schon jetzt alle grundlegenden Techniken kennen, mit denen man ernsthafte Webanwendungen erstellen könnte. Damit haben wir nun unser Projekt so gut wie abgeschlossen, denn wir haben jetzt ein Formular geschaffen, mit dem wir neue Bücher eingeben können. Wir haben außerdem die entsprechende Funktion geschrieben, die dafür sorgt, dass aus dem, was wir in das Formular eingegeben haben, Autortitel und Preis, ein neues Buch gebaut und dieses neue Buch unserer Bücherliste hinzugefügt wird. Damit sind wir dann tatsächlich mit unserem einigermaßen umfassenden Beispiel durch. So etwas kann man natürlich alles noch in viel größer machen und das werdet ihr auch. Die Aufgabe zum Mini-Projekt ist ja ein erheblich größeres Projekt und auch das, was wir gerade in den Übungen machen, ist ja schon ein ganzes Stück größer. Das Mikroprojekt in den Übungen ist sozusagen ein Zwischenschritt zwischen dem, was wir hier gesehen haben und dem, was ihr im Mini-Projekt machen müsst. Wir sind hier recht flott durch dieses Beispiel durchgekommen und bleiben für diese Woche ein gutes Stück unter den üblichen 90 Minuten. Die verbliebene Zeit könnt ihr beispielsweise nutzen, um noch einmal ein paar Dinge zu HTML zu wiederholen oder ein paar Dinge zu JavaScript noch einmal zu rekapitulieren. Oder ihr steckt die Zeit in eine der Aufgaben auf einem der Ergänzungsblätter zu JavaScript oder in euer Mini-Projekt. Ich möchte euch auch noch einmal die Aufforderung wiederholen, so etwas in dieser Art einfach einmal selber auszuprobieren. Ich hoffe, ihr habt die einzelnen Schritte nicht nur angesehen, sondern es aktiv selber nachvollzogen. Noch besser ist es, wenn ihr euch ein eigenes Beispiel ausdenkt und etwas Vergleichbares programmiert. Das kann zum Beispiel auch ein kleines Adressbuch sein, in dem ihr Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Freundinnen und Freunden verwaltet oder Geburtsdaten oder was auch immer. Dann könnt ihr eine entsprechende Seite erstellen, auf der ihr nachschlagen könnt, wann wer Geburtstag hat oder welche Adresse oder welche Telefonnummer jemand hat. Dann solltet ihr auch vorsehen, dass ihr auch neue Leute eintragen könnt. Aber nicht vergessen, das ist alles nur zum Spaß und keine echte Anwendung, denn sobald ihr die Seite neu ladet, sind die Daten, die ihr zusätzlich eingebt, verloren. Steckt also nicht zu viel Arbeit da hinein, eine umfassende Liste aufzustellen, weil die Daten natürlich letztlich immer wieder verloren gehen. Nicht die im Code, aber diejenigen, die ihr in das Formular eingebt. Das soll es mit diesem kleinen Projekt gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.